Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zur Videobearbeitungssoftware Camtasia Studio 8. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist jetzt das nächste Tutorial zu Camtasia Studio 8 und jetzt beschäftigen wir uns ein wenig mit den Callouts. Callouts sind eine ganz klasse Sache und was man damit alles machen kann, zeige ich Ihnen jetzt. Also nur ein paar Dinge, denn das ist unendlich, aber echt eine tolle Sache. Also ich habe hier unten schon wieder ein Videoprojekt eingefügt und ich klicke diese Spur jetzt mal an und gehe jetzt dann hier drüben auf Callouts. Falls Sie es hier nicht sehen, klicken Sie einfach auf Mehr, dann haben Sie es irgendwo in diesem Menü drinnen. Aber ich habe es hier schon fertig, hier drüben, also Callouts. So, das kann ich jetzt hier öffnen und jetzt sehe ich hier die verschiedensten Möglichkeiten. Callouts sind eigentlich nichts anderes als entweder, dass ich solche Felder, wie sie hier abgebildet sind, einfüge. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, sehe ich, öffnet sich hier links das Callout-Menü, wo ich die bearbeiten kann. Ich kann die aber auch direkt hier drüben verschieben. Also hier ist zum Beispiel, ich könnte was abdecken damit oder ich könnte ganz einfach ein Feld machen, wo etwas erscheint. Ich kann ja auch hier einen Text einfügen. Zeige ich Ihnen auch, wie das geht. Schreibe ich jetzt zum Beispiel einfach Hallo zu diesem Video. Das ist dann ganz normal, wie wenn Sie das bei Word zum Beispiel bearbeiten. Markieren, wenn Sie denn größer wollen. Ganz groß, dann kann ich es, wenn ich es hier rüberziehe, dann passt sich der Text dem Feld an. Also das kann ich hier alles einfach einfügen. Dann, um die Länge dieses Callouts zu bearbeiten, kann ich direkt hier unten, das ist nämlich hier unten in der Timeline das Feld, kann ich das verschieben, solange ich das hier möchte. Entweder zu dem Startzeitpunkt, wo ich dieses Callout haben möchte und dann auch noch für die Dauer, ich zeige Ihnen das jetzt mal. Herzlich willkommen auf meinem Blog. Jetzt kommt das Mein Name ist Benjamin Weibel und ja, es freut mich, dass Sie hier sind. Sie sehen, das war jetzt hier schon aus. Wenn ich das hier verlängern würde, Sie sehen, dann bleibt das einfach hier bestehen. Sie würden Sie gar nicht lange hier aufhalten, denn Sie sind ja wahrscheinlich wegen irgendeinem. Jetzt geht es wieder weg. Also, das ist jetzt mal wirklich nur ganz grundsätzlich, wie das funktioniert. Und Sie sehen ja, Sie können hier alle diese verschiedenen Symbole verwenden. Genau auf die gleiche Art und Weise. Das ist mal dieses Feld hier oben. Ich mache dieses Callout jetzt wieder weg. Öffne hier wieder. Dann zeige ich Ihnen noch ein paar coole Dinge. Das, im Prinzip das gleiche können Sie hier mit diesen Pfeilen machen. Aber interessant wird es zum Beispiel hier mit diesen Symbolen. Wenn Sie jetzt hier den Kreis nehmen, der wird dann immer übrigens genau dort eingefügt, wo Sie im Moment jetzt hier Ihren Cursor haben. Können Sie dann wieder verschieben, aber grundsätzlich wird es mal beim Cursor eingefügt. Und mit diesen Symbolen packen Sie das einfach hier in der Mitte. Das sind zwei Punkte und wenn Sie auf den linken Punkt Ihren Cursor bewegen, dann können Sie das verschieben. Denn bei diesen Symbolen macht mir jetzt zum Beispiel Camtasia Studio, wenn ich das jetzt hier so drüber ziehe und der Kreis, wo ich das anpacken kann, ist auch gleichzeitig der Mittelpunkt, dann macht mir Camtasia Studio jetzt so einen Kreis drüber. Ich mache das jetzt ein bisschen kürzer, jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das aussieht. Einen Artikel oder so, den Sie gefunden haben, auf diesem Blog gelangt. Also das ist ganz optimal, wenn Sie etwas markieren möchten. Das ist jetzt vielleicht in diesem Video ein bisschen ein Blödsinn, aber man kann, wenn man etwas auf einer Webseite genau zeigen möchte, eben genau dort diesen Kreis darüber ziehen. Also das sind ganz tolle Funktionen. Sie können auch so einen Pfeil momentan einfügen oder auch so ein Rechteck. Unbegrenzte Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Ich werde auch jetzt dieses Callout wieder verwerfen. Brauchen wir nicht. Und jetzt kommt hier unten noch interessanter. Das ist echt klasse. Hier kann man nämlich entweder etwas verschwinden lassen. Das nehme ich zum Beispiel ganz gerne, wenn ich bei Facebook etwas zeige, und da soll man ja die Privatsphäre der Leute schützen, beziehungsweise kann man da sogar Probleme bekommen, wenn man in Videos andere
wo viele sieht, oder bei Xing zum Beispiel ist es auch das Gleiche, da kann man eben gewisse Stellen hier verzerren, damit man nichts mehr deutlich erkennen kann. Sie sehen, wenn ich das hier über den Kopf packe, zeige ich es Ihnen wieder, hier sieht man ihn noch. Blond gelangt und ich möchte Ihnen nur Jetzt vorweg kommt das einen Tipp geben. Callout und den Sehen Sie nicht mehr sich zu bitte erkennen. unter Also diesem Video. auch das ist eine ganz, ganz tolle Funktion. Das nutze ich wirklich oft. Das sind ungefähr die gleichen. Dann kann man es hier noch, das sieht auch cool aus, hat im Prinzip denselben Effekt, sieht nur anders aus, wenn Sie das hier nehmen. Dann sieht man diese, hoppla, jetzt habe ich das ganze Video erwischt, dann sieht man diese kleinen Kästchen. Und statt des einfachen Verzehrtseins, also das sieht auch ziemlich cool aus, Sehen Sie sich unter diesem Video um. mit Das gleichem ist eine Effekt. Also Ansammlung. hier kann man wirklich toll rumspielen. Das sind wirklich Dinge, die ich sehr oft nutze. Ja, und hier könnte man noch direkt die Tastaturbefehle eingeben. Da sieht man dann, was man vorführen möchte, eben wirklich genau wie wenn es so ein Tastaturbutton wäre. Das sieht man hier. Hier können Sie den Befehl eingeben, zum Beispiel. Genau, wenn Sie diese Rücktaste irgendwie verwenden möchten, da können Sie das hier einfügen oder Alt-Tab oder was auch immer. Das können Sie hier alles verwenden, wenn Sie einen Tastaturbefehl ganz einfach zeigen möchten in einer gewissen Situation eines Videos. Ja, das war es jetzt mal im Großen und Ganzen zu den Callouts. Also einfach hier auswählen, sobald es ausgewählt ist, hier unten in den jeweiligen Feld bearbeiten und hier können Sie dann das verschieben, wohin Sie möchten, wenn es beginnen sollte, und einfach hin und zurück die Länge verstellen. Das ist jetzt mal ganz grundsätzlich das zu den Callouts. Immer wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte den Kanal abonnieren, da bekommen Sie auch Updates zu meinen neuen Videos. Ich freue mich auch über ein Gefällt mir und gerne beantworte ich auch Ihre Kommentare. Das war's jetzt von mir, bis zum nächsten Video. Wiedersehen. Einen kleinen Moment noch. Am Ende dieses Videos möchte ich Ihnen jetzt noch meinen kostenlosen Kurs schenken, in dem ich Ihnen genau zeige, wie Sie mit Ihrem Video bei YouTube auf die erste Seite kommen. Was bringt Ihnen das? Garantierte Besucher und zwar einen kompletten Strom an Besuchern. Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist, klicken Sie auf den Link unter diesem Video und dann geht's los. Bis gleich.